Mittwoch in der Karwoche. Noch einmal legt uns die Kirche heute das Geheimnis des Judas zur Betrachtung vor. Warum heute? Weil nach der Schilderung der Evangelisten der Tag vor dem letzten Abendmahl derjenige Tag ist, an dem Judas zu den hohen Priestern gegangen ist und ihnen gesagt hat: Was gebt ihr mir, wenn ich ihn euch ausliefere? Und da erfüllt sich ein Schriftwort aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Zacharja, dass sie ihm 30 Silberstücke dafür zahlen. An dieser Handlung des Judas sehen wir den Unterschied zwischen der Sünde des Judas und der Sünde des Petrus, der den Herrn verleugnet hat. Man könnte ja denken, okay, hier sind zwei Top-Apostel aus dem Zwölferkreis, beide sündigen, was unterscheidet ihre Sünde und warum wird der Petrus gerettet und wird der Fürst der Kirche, während der Judas zum Symbol der Sünde eines Christen schlechthin wird. Ja? Nichts könnte ja eine größere Sünde sein, als den besten Freund an den Feind zu verkaufen. Petrus verleugnet den Feind, aber nicht aus niederen Motiven, in dem Sinne wie der Judas, der hingeht und auch noch sich Geld dafür geben lässt, die Sache plant von langer Hand. Petrus handelt im Affekt. Wir hören ihn sagen: Herr, mein Leben würde ich für dich hingehen. In diesen Tagen hören wir das mehrmals. Und der Herr sagt ihm: Petrus, noch ehe der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnen. Aber der Petrus will aus ganzem Herzen dem Herrn dienen, und als dann der Feind vor ihm steht, ist die Angst und der menschliche Instinkt, die eigene Haut zu retten, größer, und er flieht und wird Opfer seiner Schwäche. Aber als Jesus ihn anschaut und Petrus realisiert, jetzt habe ich genau das getan, was der Herr vorausgesehen hat, da weint er bitterlich, bereut und empfängt die ganze Barmherzigkeit Jesu, die der Herr ihm schon von Anfang an entgegengehalten hat. Genau das Gleiche hätte der Judas tun können. Und das Tragische am Judas ist, dass er eben nicht wie der Petrus sich in die Arme der Barmherzigkeit Gottes wirft, sondern an seiner Sünde verzweifelt. Und das ist die letzte Sünde des Menschen, die besonders in der Todesstunde irgendwie eine Gefahr ist, nämlich zu verzweifeln an der Barmherzigkeit Gottes. Das dürfen wir niemals. Und wenn wir das Gefühl haben, wir hätten Sünden begangen, die noch viel schlimmer sind als die des Judas, was nicht möglich ist, weil keiner von euch noch ich zum Inner Circle gehören. Selbst wenn wir eine Sünde begehen würden, die so schwer ist wie die des Judas, dürften wir nicht an der Barmherzigkeit Gottes verzweifeln. Und darum, wiederum, heute ist Mittwoch, bedenken wir, in der Osternacht werden wir unsere Taufe erneuern. Nutzen wir diese Tage, gehen wir zur Heiligen Beichte und empfangen wir diese Barmherzigkeit Gottes, damit wir dann aus ganzem Herzen Ostern feiern können.